Hallihallo und wir seht jetzt mal wieder weiter mit Dragons. So, hier haben wir ein Ei, das haben wir ausgebrütet, dazu kommen wir aber später. Ich schicke erstmal meine Drachen neu los, würde ich sagen. Danach checken wir natürlich unsere Akademie, gucken, was da so los ist, wie viele Drachen noch in der Akademie zum Training sind, wie viele Drachen wir in der Akademie stoppen können, um die zum Training zu schicken, beziehungsweise um zu trainieren. Das checken wir dann gemeinsam ab, würde ich sagen. Hier können wir gleich mal unseren Krallenkrabbler aufpimpen, der ist jetzt auf Level Nummer 72. So, dann kann der natürlich auch los ein bisschen Material besorgen. Ich schicke den einfach mal ein bisschen Fisch holen, weil die Weil unser Holz ist voll, von daher brauchen wir da nicht so wirklich was. Hier schicken wir die nochmal los. Ah, dann kann unser Glutkessel auch gleich mal in den Hangar. Und dann schicken wir unseren Gruff natürlich auch nochmal los. So, dann wie ihr seht, haben wir ein paar Drachen in Valkas Zuflucht geschickt zum Titantraining. Dann haben wir hier den Rumpelhorn, das wäre der erste. Dann haben wir hier unseren leuchtenden Fluch, den zweiten. Und dann haben wir hier noch unseren Sturmpfeil. Die checken wir gleich gemeinsam ab, würde ich sagen. So, dann würde ich aber sagen, gehen wir erstmal hier rauf und checken, ob wir die Flotte Nummer 26 besiegen können und damit unser Berg verteidigen können. Also wir haben hier nach drei Drachen, sieht schon hervorragend aus. Ich nehme trotzdem alle fünf mit und checket einfach mal ab, ob wir uns da gut schlagen. Ich bin gespannt. So, dann gehen wir einfach mal in den Kampf. Wir könnten aber nochmal einen zurückziehen. Ich weiß zwar noch nicht welchen. Ich würde sagen, den schicken, ziehen wir zurück und nehmen dann lieber unseren Funkenhüstle mit, weil der kann relativ viel einstecken. Den können wir dann auf jeden Fall vorschicken. Ist vielleicht am sinnvollsten. Probieren wir einfach mal. Ich gehe hier in den Kampf und checken einfach mal ab. Gucken, ob wir die Flotte 26 besiegen können. Hier können wir uns erstmal angucken, was hier Phase ist. Angriffsschiff, 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 Angriffsschiff. Und hier ist ein Fernschussschiff, okay. Wissen wir Bescheid, was haben wir hier? Gut, da ist ein gepanzertes Schiff, hier ist auch ein gepanzertes Schiff. Was haben wir hier? Angriffsschiff, Fernschussschiff und Angriffsschiff. Ich würde sagen, ich beginne gleich hier oben, probiere die einfach mal zu killen. Checken wir einfach mal ab, ob wir das auf der Reihe kriegen, würde ich sagen. Ich gehe hier auf Überspringen und fange dann einfach mal an. So, dann nehmen wir als erste den Drachen, als zweites klatsche ich gleich den hin und als drittes kommt der hier gleich ran. Jetzt greifen wir gleich mal an hier auf Berg, oder beziehungsweise verteidigen wir unser Berg und checken ab, was wir hier so reißen. Hier kriegen wir jetzt auf jeden Fall gut viel so eine Teile, das ist auf jeden Fall sehr sinnvoll. Jetzt können wir auch gleich den nächsten Drachen losschicken und dann können wir anfangen Action zu machen. Hauen wir gleich mal hier rauf. Kommt, 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 kommt. Also alle drei Schlüssel werde ich nicht kriegen, aber zwei habe ich so gut wie sicher, würde ich sagen. Wir hätten es vielleicht auch ein bisschen anders machen können, ein bisschen anders angreifen können, dass wir auch alle drei Schlüssel bekommen. Aber wir haben es jetzt so gemacht und ich bin eigentlich auch relativ zufrieden mit dem Angriff. So, dann haben wir doch geschafft. Den Kampf haben wir gewonnen. Flotte 26 ist Geschichte. So, zwei Schlüssel haben wir bekommen. Checken wir gleich mal ab, was wir dafür so bekommen, was in den Truhen liegt. Bin ich auf jeden Fall gespannt. So, dann öffnen wir gleich mal zwei Truhen. Nehmen wir die. Oh, eins, ey, wat, wie bitter ist das denn? Naja, können wir nicht ändern. So, dann würde ich sagen, machen wir erstmal weiter. Und jetzt würde ich sagen, checken wir erstmal unsere Drachen, die im Titantraining waren. Da fangen wir, mit wem fangen wir an? Wollen wir einfach mit dem Rumpelhorn anfangen? Ich drehe hier einfach mal am Rad. Und. Ah, bittere Kiste. Mit dem Rumpelhorn hat es nicht geklappt. Dafür haben wir 3,15 Mille Fisch wiederbekommen. So, dann checken wir gleich mal unseren leuchtenden Fluch. Ja, ja, oh. Naja, auch hier hatten wir ein bisschen Pech. Aber so ist es eben. Können wir, wie gesagt, nicht ändern.
Jetzt könnten wir sagen, wir schicken den einfach mal los. Das machen wir auch einfach. Für 3 Stunden 25 Minuten schicken wir den zum Titan-Training in Valkas Zuflucht. Und dann haben wir hier noch den Sturmpfeil am Start. Ich hoffe, dass wir den endlich zum Titan machen. Eigentlich war er da drin, oder was sagt ihr? Also in meinen Augen war er drin. 15 Runen haben wir bekommen, hat leider nicht geklappt. Dumm gelaufen? Naja. So, dann haben wir erstmal unseren Sturmpfeil in unseren Hangar. Genau das gleiche mache ich mit meinem Rumpelhorn. Jetzt würde ich sagen, checken wir unsere Akademie. Hier ist nur noch ein Drache drinne zum Training. Jetzt können wir auf jeden Fall noch 2 neue darin klatschen. Da würde ich sagen, pimpen wir aber erstmal Fackelt Schwester auf Level Nummer 51. So, was können wir noch tun? So, weiter haben wir dann nicht wirklich Drachen, die wir noch pimpen können. Auf jeden Fall nicht bis Level Nummer 51. Da haben wir die meisten schon hier am Start. Von daher fällt es erstmal flach. Also hier seht ihr, hier habe ich auf jeden Fall schon mal gut aufgebaut. Also hier haben wir den Ohne Zahns Erzfeind auf 51, den Krallenkrabbler auf 51, Fackels Bruder auf 51, den Rumpelhorn haben wir auch auf 51, Nuss auf 51, dann den Kampfwechselflügler haben wir auch auf 51, dann den Sturmpfeil, den humpelnden Grunzer und das war auch, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Drachen, die wir in Valkas Zuflucht schicken können. Die sind nämlich alle auf 51 und können in Valkas Zuflucht auf Level 52 hier pimpt werden. Schreibt mal in die Kommentare, wie viel ihr auf Level 51 am Start habt. So, jetzt würde ich sagen, checken wir erstmal ab, welche Drachen wir noch irgendwie trainieren können in der Akademie. Das checken wir natürlich gemeinsam ab, ist natürlich wieder mal das Sinnvollste. Wir könnten eigentlich sagen, jo, den Schädelbrecher nehmen wir, aber der ist so relativ teuer. Deswegen lasse ich das erstmal und suche mir da einen anderen Drachen. Wen können wir noch pimpen? Den Schnaffelzahn eventuell? Ich schließe das erstmal und gucke erstmal auf meinen Berg, ob wir da ein paar Drachen haben, die wir vielleicht noch pimpen können. Hier zum Beispiel den Regenschneider, ja, ist auf jeden Fall eine gute Idee. Den Taifumerang könnte man auch pimpen. Jetzt haben wir hier noch einen Nadder auf 63. Ich würde sagen, wir nehmen erstmal hier den Nadder. So, und pimpen den auf Level 65. Könnten den jetzt für 8 Stunden 15 Minuten zum Training schicken. Das machen wir jetzt so einfach. Und dann suchen wir uns einfach noch einen anderen Drachen, gucken, wen wir da nehmen können. Der Gruff, ja, der Stargus Grill. Alter, der ist extrem teuer. Das können wir uns auf jeden Fall nicht leisten. Da hätten wir hier noch einen Nadder für 8 Stunden 30 Minuten. Ich würde sagen, den nehmen wir schick. Ah, jetzt hätten wir den Hangar geschmissen, das wollte ich nicht. Wo haben wir den tödlichen Nadder? Ja, Mann, den platzieren wir natürlich gleich wieder. Ich habe mich ein bisschen verdrückt. So, und dann schicken wir den auch in der Akademie zum Training. So, dann haben wir in der Akademie wieder 3 Drachen am Start, so wie es sein soll. Jetzt könnten wir aber auf jeden Fall noch einen Drachen hier platzieren, der ein bisschen Material für uns einsammelt. Da suchen wir uns natürlich einen relativ guten, ist ja natürlich immer das Sinnvollste. Ah, jetzt können wir, was wir erstmal machen können, wir können erstmal unser Holz einsammeln. Und unsere Drachen neu losschicken. Auf jeden Fall die Holz hier sammelt haben, ist auf jeden Fall mit am sinnvollsten. Weil jetzt haben wir wieder ein bisschen Platz, ein bisschen Luft am Start. Von daher haut es hin. So, was haben wir hier noch? Hier haben wir noch einen Drache. Und hier haben wir noch einen. Und dann können wir den tödlichen Nadder hier natürlich auch nochmal losschicken. So, dann gehen wir auf jeden Fall nochmal in unseren Hangar. Und platzieren jetzt noch einen Drache. Ja, da wäre auf jeden Fall der Holzklau ja nicht so schlecht. 73. Ist, glaube ich, auch mit der Beste. Ja, ich platziere einfach mal den Holzklau. Den platziere ich wohin? Wo wir Platz finden, der kommt hier erstmal hin. So, und kann dann auch erstmal ein bisschen Holz. Geht nicht. Dann brauchen wir auf jeden Fall einen Drachen, der Holz sammelt. Der soll Fisch sammeln. Das macht nämlich der Nadder hier. Und dann kann der Holzklau los Material einsammeln. Können aber mal gucken, ob wir, ja, Fisch könnten wir auch noch einen Drachen nutzen. Welchen nehmen wir da? Da müssen wir natürlich auch wieder ein bisschen knobeln.
Weil da haben wir ja auch nicht so viele, die relativ gut Fisch sammeln. Na, dann nehmen wir einfach mal hier gleich den Glutkessel, platzieren den nochmal hier auf Berg, hier hauen wir hin und lassen ihn gleich nochmal ein bisschen Fisch sammeln. So, dann haben wir das auch erledigt. Jetzt würde ich sagen, öffnen wir erstmal unser Drachenei. Das habe ich ja beim letzten Event bekommen. Jetzt öffnen wir, Alter, coole Sache. Der sieht ja richtig geil aus. Jetzt haben wir Fünkchen hier am Start, ein einmaliger Drache. Auf jeden Fall richtig cool, dass wir den am Start haben. Freue ich mich wie Sau. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wer von euch Fünkchen noch schon am Start hat. So, dann haben wir den auf Level 3 gepimpt. Weiter können wir ihn erstmal nicht pimpen, weil meine Akademie gerade voll ist. Voll mit Drachen, die trainiert werden. Von daher müssen wir das erstmal lassen. Hier haben wir, wie gesagt, nochmal Fünkchen. Ich hole ihn mal nochmal raus, dass wir sehen, wie der aussieht. Coole Teil auf jeden Fall. Der ist optisch richtig cool. Gefällt mir auf jeden Fall der Drache. So, wie gesagt, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr Fünkchen findet. Wer von euch den am Start hat? Wenn ja, auf welchem Level? Und ob er sagt, Mann, ich freue mich wie Sau, dass du den hast, aber ich hätte lieber an deiner Stelle den Glutkessel genommen, wenn du den kriegen hättest können. Naja, weiß ich nicht. Schreibt mal in die Kommentare, wen ihr cooler fandet, den Glutkessel, also den Kampfglutkessel oder den Fünkchen hier. Also ich finde den cooler und bin auf jeden Fall extrem zufrieden, dass ich den am Start habe. Gut, soweit sind wir erstmal durch. Ich will euch ja nicht weiter nerven. Ein positiver Daumen wäre wieder mal ein Traum von euch. Ich wünsche euch was. Bis dann. Ciao.